Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es nochmal eine neue Reader-Story. Die Dinger sind ja bei euch so beliebt wie Noobs im Gegnerteam, nämlich sehr. Ich denke, jeder freut sich über Noobs im Gegnerteam. Oh gut, das soll doch heute gar nicht das Thema sein. Habt ihr schon mal einen neuen Fresh und geilen Pullover gesehen, Alter? Oh yeah. Ich weiß nicht, wie gut man den jetzt erkennt. Auf jeden Fall Breaking Bad, beste Freunde. Momentan schaue ich gerade die dritte Staffel mit meiner Freundin, gar nicht, war die zweite Staffel mit meiner Freundin. Ich habe ja schon öfters Breaking Bad geguckt, aber meine Freundin hat es noch gar nicht geguckt. Momentan suchen wir das zusammen. Sie ist extrem begeistert von der Sendung und kann auch gut nachvollziehen, warum ich immer in höchsten Tönen von dieser Sendung gesprochen habe, beziehungsweise warum mein ganzes Zimmer jetzt voller Poster von Breaking Bad ist. Aber Freunde, Breaking Bad ist einfach besser. Ich glaube, ich haue euch mal den Pullover unten in die Beschreibung. Den habe ich mir bei Amazon geholt. Hat, glaube ich, 30 Euro kostet, 25 Euro. Richtig super bequem, einer meiner neuen Lieblingspullis. Aber es soll heute auch gar nicht das Thema sein. Im Hintergrund seht ihr gerade einen abschlussbestätigt Gameplay. Natürlich Black Ops 2. Meltdown ist die Map. Und da habe ich, glaube ich, 91 zu 5 gespielt. Hatte Orbital, Hunde und Schwarm dabei. Habe auch noch eine Nuklear gerissen. Ganz fresh anzusehen, das Gameplay. Sollte auf jeden Fall euch gefallen. Ja, wenn ihr Bock habt auf mehr Real-Life-Stories, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ich würde einfach sagen, ich hau jetzt mal die Story raus. Ja, und wenn ihr an die Story denkt, Freunde, na, da muss ich schon schmunzeln. Der eine oder andere wird die Story vielleicht nicht so amüsant finden. Ich habe sie auch schon mal ganz kurz im Livestream erzählt, aber das ist ewig her. Da hatte ich vielleicht ein paar hundert Zuschauer, ein paar hundert aktive Zuschauer. Naja, der ein oder andere kennt vielleicht meinen Kollegen Ali, der das ein oder andere Ankündigungsvideo für mich aufgenommen hat, für Facebook, für diesen Livestream. Und mit dem war ich zu dem Zeitpunkt unterwegs. Also ich sag ganz von vornherein, ganz kurz, bitte nicht nachmachen, Drogen sind scheiße, also lasst die Finger davon, Teil meiner Vergangenheit. Ihr kennt ja den Standardsatz mittlerweile. Also wir haben bei dem Kollegen Ali gechillt, der im Übrigen Ali heißt, weil das ein Spitzname ist, der heißt im richtigen, oder normal heißt er Alexander, ist ein Deutscher, also kein Ausländer, so wie ihr jetzt vielleicht gerade gedacht habt, aber den haben wir mal den Spitznamen Ali gegeben. Und wir haben bei Ali gechillt und haben ordentlich gesoffen, gekifft und auch noch vielleicht ein oder andere Näschen gezogen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir alle ziemlich breit und haben ein bisschen Karten gespielt, gute Runde, Ali hatte sturmfrei, waren auf jeden Fall alle ziemlich dicht, muss ich sagen. Waren so eine Fünfer-Kombi, also mit fünf Leuten haben wir da gesessen ungefähr. Und der Felix war auch da. Felix ist eigentlich ein korrekter Typ. Und ja, eigentlich ein korrekter Typ, sagen wir es mal so. Also ich komme so gut mit ihm klar, aber er muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen Respekt erarbeiten. Oder damals hätte er sich ein bisschen Respekt erarbeiten müssen. Er hat damals zumindest noch eher so zu den Dullis gezählt, also zu denen, die lieber das Maul nicht so aufmachen sollten. Naja, auf jeden Fall haben wir mit den Jungs gechillt. Und irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo alle ziemlich breit waren. Und der Felix auf einmal, Felix ist ja nicht richtig schwarz, ein Halbafrikaner, glaube ich, also so halb schwarz, sagen wir jetzt mal. Und der Felix sah auf einmal aus wie eine Leiche. Der ist total blass geworden und sah so aus, als wenn es ihm nicht so gut geht. Wir haben gerade ein Joint gedreht gehabt und dann hat der Joint die Runde gemacht und dann war so der Zeitpunkt, wo Felix den Joint entgegennehmen sollte und alle haben so gefragt, ey Felix, willst du wirklich noch vom Joint nehmen? Oh, kein Ding, kein Ding. Und dann kommt Ali rein, beziehungsweise geht so auf Felix zu und sagt, ey Digga, wenn es dir nicht gut geht, geh doch auf Toilette und so, ne? Kotz mir hier bloß nicht auf den Boden, sonst knallt's hier, aber kein Beifall. Felix, er hat richtig so einen auf cool gemacht, das habe ich schon persönlich gemerkt. Nee, Digga, geht schon und hat ein bisschen am Joint gezogen und ist noch blasser geworden. Und Ali war dann so korrekt und Ali ist normalerweise jemand, der auch mal gerne schnell durchdreht. Aber es gab ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Durchdrehmoment. War dann so korrekt und ist nochmal zu Felix gegangen und meinte, ey Felix, hier, ich stell den Mülleimer dahin. So, Digga, kotz mir hier nicht auf meinen Teppich. So. Ne? Und da habe ich mir schon gedacht, das könnte noch ein interessanter Abend werden. Da haben wir so noch ein halbes Stündchen gechillt. Schreit da draußen so. Da haben wir noch ein halbes Stündchen ungefähr gechillt, haben noch die eine oder andere Mische getrunken. Damals habe ich ja auch noch Alkohol getrunken, mache ich jetzt nicht mehr. Ja, da haben wir noch ein bisschen gechillt. Und ich weiß nicht, der Kollege Felix sah immer beschissen aus. Er sah richtig wie eine Leiche aus, so richtig Absturz. Ali geht nochmal hin zu ihm und sagt, ey Felix, geh ins Badezimmer und so. Aber Felix wollte sich nicht vor uns blamieren, wisst ihr, wie ich meine? Und auf die Toilette gehen und kotzen. So, Felix sitzt da und macht den hier. Er schwankt schon richtig. Und er hat ja die Mülleimer zwischen seinen Beinen. Er schwankt so und man merkt auf einmal so, dass er so kotzen muss. Er beugt sich noch so nach vorne. Der Mülleimer steht so links neben ihm. Er beugt sich noch vorne und kotzt den ganzen Teppich voll.
Freunde, das hat sich widerlich angehört, Alter. Ich kann ja nicht sehen, wenn Leute kotzen, ne? Also ich selber, wenn ich mal kotzen muss, ist nicht schlimm. Aber wenn ich andere Leute kotzen sehe und den Geruch, geil, Digga. Na, auf jeden Fall hat er da voll auf den Teppich gekotzt. Und Ali, der vorher noch ein Lächeln auf den Lippen hatte, ungefähr so, guckt auf einmal Richtung Felix. Und da streiten sich jetzt die Meinungen. Nicht jeder wird das so feiern, was ich jetzt erzähle. Sieht, dass Felix kotzt, wartet kurz, bis er zu Ende sich übergeben hat. Läuft auf Felix zu, Freunde. Und haut ihm so die Überschelle in sein Gesicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das hat richtig geklatscht. So. Ali packt ihn so, rüttelt ihn. Du dummer Hurensohn, was kotzt du mir auf deinen Teppich? Ich hab dir dreimal gesagt, geh ins scheiß Badezimmer. Also, ey, Ali, beruhig dich mal, chill mal, chill mal. Was für ein Chillen, der hat mir auf den Teppich gekotzt. Ali läuft so wutentbrannt in die Küche und holt einen Lappen und so und sagt, du machst das jetzt weg. Stell ihn so einen Eimer hin. Und dann war Felix wieder so ein bisschen dulli, sag ich jetzt mal. Und hat immer noch rumgemuckt, Freunde. Er hat immer noch rumgemuckt, obwohl er ihm gerade auf den Teppich gekotzt hat. So auf einen guten Teppich, ne? Dann sagt Felix zu Ali, chill doch mal. Das hat er 2-3 Mal ungefähr gesagt, so chill doch mal, chill doch mal. Dann hat Ali ihn nochmal so, so eine Latsche gezogen, Digga, das hat gescheppert durch den ganzen Raum, Alter. Alle so, oh, Digga, scheiße und so, was ist denn da jetzt los? Aber ich kann auch Ali ein Stück weit verstehen, muss ich ehrlich sagen. Er hat ihn so eine gescheppert, dass erstmal Felix so ein paar Sternchen gesehen hat. Und dann wollte halt Ali, dass er das wegmacht. Er macht das jetzt weg und Felix, ohne Scheiß, ne? Felix haut ehrlich wieder raus, chill doch mal. Und Ali ist so ein Kollege, Freunde, der ist vielleicht nicht der breiteste. Das musst du auch nicht sein, wenn du für dich vielleicht mal prügelst oder so. Der ist nicht der breiteste, aber dem hat schnell die Sicherung ist da durchgedreht, ne? Ali guckt ihn an und realisiert gerade, dass der Junge schon wieder zu ihm gesagt hat, chill doch mal, obwohl Ali ja wirklich so korrekt war und ein paar Mal gesagt hat, geh ins Badezimmer. Ich würde jetzt am liebsten aufstehen und das nachmachen. Ali läuft los. Der läuft einfach los. Läuft in die Küche rein, zieht aus so einem Kasten so ein übertriebenes Buschmesser, also so ein richtiges Brotmesser, so ein richtig langes Oschi-Ding, zieht das Brotmesser, läuft wieder, also wie gesagt, bitte kein Beispiel dran nehmen, ne? Läuft wieder los auf Felix zu, packt ihn mit einer Hand so am Hals, drückt ihn so aufs Sofa, nimmt das Messer und hält ihn das so an den Hals. Was, chill mal, Digga, der hat so übertrieben. Und ich muss aber sagen, ich war immer jemand und bin immer noch jemand, der mit Ali super klarkommt, wir hatten noch nie Stress. Und ich glaube, kein anderer von den Jungs, die da gesessen haben, konnten in dem Moment auf Ali zugehen, weil Ali ziemlich auf Kacke war. Aber dann ging mir das auch zu weit, dann bin ich zu Ali gegangen, habe ihn so beiseite geschoben, hab gesagt, Ali, chill mal, Digga, chill mal, ne? Pass mal ein bisschen auf und so, hab Ali ein bisschen beruhigt. Felix hat noch ein bisschen die Kotze weggemacht und wurde dann rausgeschmissen mit einer Schelle noch auf dem Hinterkopf von Ali. Ja, das war so mäßig die Real-Life-Story. Ich weiß nicht, was Ali noch gemacht hätte, aber Ali war jemand, der schnell durchgedreht ist und ich kann ihn auch ein Stück weit verstehen, vielleicht ein bisschen überreagiert, aber wenn man jemanden 4 oder 5 Mal sagt, ey, geht ins Badezimmer und der macht einen auf cool und kotzt einen dann auf den Teppich, ich glaube, dann hätte, also der hat mindestens von mir auch eine Schelle bekommen, zum damaligen Zeitpunkt, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich es jetzt machen will. Na, das soll es erstmal gewesen sein, Freunde. Neue Real-Life-Story auf jeden Fall am Start, ich habe noch ein paar auf Lager und ja, in dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen, wieder schauen und reingehauen. We'll be right back.